since birth I was given the flame. With a little bit of pain I started developing words that can fit with the rage. Now I just sit in the rain, spitting venomous blades. Taking 47, we're never gonna change his life. Never break beliefs. You wanna step up to the plate, let me break your knees. There's so many people talking, I can barely speak. Not in the room, in my head, I can barely breathe. Lately I feel as if I'm about to suffocate. And I just feel this rope around my neck, it's like it's gonna break. As the world turns black, I'm inside another place. Taking 47, save me with all this fucking hate. Now I've gotta feel this pressure to be something great. I can't even take a joke, bitch, you think I'm fucking playing? Damn, can't believe it's gotten into me. Lately I just wanna kill this music in this industry. Fuck it, all the sympathy is gone from the facility. This don't even make sense, dog, am I real MC? Or am I fake as fuck, cause I can't sell. I just gotta say I'm real, 17. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, meine Freunde. Ihr habt gerade gesehen, Masseab, letzter Warm-up durch. Ich habe jetzt 22,5 Kilo gemacht. War sicherlich nicht der leichteste Warm-up, aber habe mich auf dem Kopf noch nicht ready gefühlt. Setup war auch noch nicht so optimal, wird gleich auf jeden Fall besser. Und damit es besser wird, gehe ich jetzt erstmal eine Runde pinkeln, denn jede Kilo oder jede 500 Gramm weniger, die ich auf der Waage habe, desto besser. Deswegen gehe ich jetzt aber auf Klo hier. Wenn man viel Calisthenics macht und dann Chalk viel benutzt, du erkennst sofort jemanden. Na, ich wasche mir natürlich die Hände, aber du willst bei Leuten erkennen sofort, dass sie die Hände nicht waschen, wenn sie keinen Chalk, wenn das Chalk nicht weg ist, Mann. Aber Chalk geht nie ganz weg. Und dann ist die Hände nass und jetzt für Master ist das natürlich richtig beschissen, weil jetzt müssen wir 3 Kilo Chalk nutzen, damit das wieder nachtrocknet. So, wir schauen uns den Master einmal an, weil irgendwie hat er sich nicht 100% rund angefühlt. Ich glaube, dass das Set aber auch nicht 100% war. Hier sieht er jetzt tatsächlich recht leicht aus. Ich glaube, das ist aber hier, da, man sieht es jetzt nicht, aber auf dem Kasten ist keine Erhöhung. Ich habe normalerweise noch so eine kleine Matte drüber. Ich glaube, das könnte der Grund sein, warum der diesmal schwerer war als sonst. Wir packen jetzt eine kleine Matte drunter, waren auf Klo, es kann nur gut laufen. Jetzt, ich weiß nicht, was schief laufen sollte. Aber nicht der schönste, definitiv nicht. Also ich muss mir nochmal angucken. Also er fühlt sich immer nicht so schön an. Meistens ist er dann doch schön. Er war nicht der beste auf jeden Fall. Aber ich bin heute Morgen auch mit 95 Kilo Körpergewicht aufgewacht. Das ist halt Highest Peak aktuell. Von daher ist es natürlich normal, dass sich ein bisschen schwerer anfühlt. Und ja, irgendwie hatte ich schon das Gefühl so ein bisschen. Aber es ist auch jetzt 2,5 Kilo unter PR, unter All-Time PR, muss man ja auch sehen. Und eben mit 4 Kilo mehr Körpergewicht als vor der letzten Meisterschaft. Boah, ich kann nicht mehr reden, Alter. So, wir haben den 27,5er Single jetzt durch. Jetzt gibt es noch 3 Backoffs, glaube ich. Und jetzt aber einen schweren Triple noch mit 17,5 Kilo. Triples und so, also beziehungsweise alles außer Single ist nicht so meine Stärke, muss ich sagen. Da ist natürlich keine Ausrede sein, bevor wir es gemacht haben. Aber dennoch, ja, im Gegensatz zu normalen Singles eher ein bisschen wacker unterwegs. Und die habe ich auf jeden Fall perfekt eingehakt, wie ihr seht. Oh mein Gott, Alter. Wir haben das Gewicht erfolgreich eingerackt. Schwerste Aufgabe ist durch. Und jetzt machen wir einen schönen Triple und danach gibt es noch 2 Sätze mit dem gleichen Gewicht, aber nur einer Wiederholung. Also sehr entspannt, aber der wird jetzt auf jeden Fall saftig. Der war besser als gedacht, meine Freunde. Der große Unterschied war jetzt, ich habe die Füße vorne gelassen am obersten Punkt. Beim Single habe ich die Füße leider zurückgekommen. Jetzt habe ich die Füße vorne gelassen. Direkt viel besser, Transition so viel besser. So immer die Füße vorne lassen, nicht die Füße nach hinten kommen lassen bei der Transition. So habe ich jetzt viel, viel besser gemacht und der ging jetzt verhältnismäßig verdammt gut hoch. Kennst du das, wenn du viel arbeitest so und dann denkst, boah, so fühle ich mich gar nicht? Weil ich merke einfach, dass ich in vielen Situationen anders reagiere, als ich normalerweise reagieren würde. Ne? Also ich bin übelst schnell, von jetzt auf gleich so. Das fuckt mich richtig ab, ne? Also so richtig mental drained, ne? Bei mir ist es anders, ich merke halt immer, dass ich Gesprächsfetzen vergesse. Safe, bei mir auch. Oder so. Bei mir auch. Meine Gedanken sind irgendwo. Ich überlege, okay, du musst das mitnehmen, ja. Geh raus, einfach weggefahren und denkst du, oh fuck, hast du gar nicht mitgenommen. So, Freunde, wir sind durch mit Muscle-Ups und wir gehen jetzt rein in Chin-Ups, aber pausierte Chin-Ups auf 90 Grad. Und da haben wir eine kleine Anpassung, denn ich habe für mich rausgefunden, ich wusste schon immer, dass ich halt deutlich stärker bin, wenn ich die Beine hinterm, also wenn ich die Beine stark nach hinten ziehe. Deswegen werden wir das jetzt auch so machen. Sieht komplett krüppelig aus. Die Leute, die mir bei Insta folgen, die haben das direkt schon in der Story gesehen. Also wenn du solche Updates von der Wettkampfsprep haben willst, denk auf jeden Fall daran, mich aber bei Instagram zu folgen. Dementsprechend versuchen wir das heute mit der pausierten Variante. Ich bin gespannt, wie sich das anfühlt und ob ich dadurch deutlich stärker bin als letzte Woche, wo ich das noch nicht gemacht habe. Ah.
das Gewicht muss ich auf jeden Fall noch hochhängen. Das habe ich jetzt vergessen. Ja, bei der Variante muss das Gewicht jetzt natürlich sehr weit oben hängen, damit es nicht so sehr schwingt, weil ich kann es ja nicht, ich fixiere es ja nicht. Dementsprechend müssen wir das Ganze hier mal so ein bisschen nach oben packen. Ja, das sieht gut aus. Das nehmen wir. Is running right out of fluid. This music is using fire as something. It's like you tired of something. It's like a knife has been stuck inside of you. Either it's something you're losing sight of your trust, and it's like your driver's been fucking ran over the side of a cliff. Now you're fighting to function, yo. This is called warfare. Why you looking so scared? I can never break down. I know that it's so real. Even if I spoke real, all I need is. 5 Kilo drauf, bei einer pausierten Variante 4 Reps mehr und von der Rehe nicht großartig verändert. Ich glaube, das bringt was auf jeden Fall. Yes, das war sehr, sehr nice. Also 45 war letzte Woche mein Topsatz, habe ich jetzt auch in den Backoffs gemacht. Also das bringt richtig was für mich, die Beine einfach durchgehend hinten zu lassen. Das ist auch Wettkampf-approved, weil im Endeffekt dürfen sich die Beine einfach nicht verändern. Also du darfst keinen Kick haben, sowohl in der Hüfte als auch in den Beinen. Wenn die Beine durchgehend hinten bleiben, ist das vollkommen in Ordnung. Und für mich ist das viel besser, weil ich kann viel besser über die Glutes, weil ich die Glutes anspanne, kann ich viel besser in den, ja, kriege ich meinen oberen Rücken einfach besser an. Ist einfach, fühlt sich viel geiler an. Dementsprechend wird das auch der Wettkampf-Chin-Up. Und bin einfach extrem happy, weil Chin-Up war echt so kacke in letzter Zeit. Das ist jetzt der Game-Changer. Einfach eine Technikanpassung und alles läuft wieder besser. Hoffentlich. Mal schauen. So, Leute. Jetzt wird's FSK 18. Jetzt kommt der Singlet. Singlet ist jetzt am Start für die Kniebeuge. Einfach aus dem Grund, weil für Tiefenbewertung ist es deutlich besser, ein Singlet zu haben und keine Hose oder irgendwie ein T-Shirt, was da so die Tiefe an der Hüfte verdeckt. Und da ich im Wettkampf auch mit Singlet beuge, macht total Sinn, das auch 3-4 Wochen vor dem Wettkampf auch zu machen. Deswegen kommt dieses sexy Ding jetzt an meinen Körper. Damn, boy. Du Assi, Alter. Das war der OnlyFans-Content, meine Freunde. Das war der OnlyFans-Content. Was real talk, gun talk, ready for war, BBM, Terror, Trump Squad. Hören bevor Metall in deinem Brustkorb steckt. Wir zeugen Kämpfe, entwickeln aus wie beim Football-Match. Click, click, bang, was real talk, gun talk, ready for war, BBM, Terror, Trump Squad. Hure die Uzi, Kugel, zerfetzt dein Jersey. Ich lass die Gangs hinten, du little. Ich werd deine Nacken auch zu klappen, wie Butterfly. Und vergewaltige Ferris Mutter im Alter sei. Sie fragen mich, wie ich diese Punchline spucke. Ich mach es aus dem Bauch heraus wie Abtreibungen. Und bevor ich die Kevikos im Lambo abschleppe, hol ich mein Ammoniakfläschchen aus meiner Camouflage-Weste. Sieht sie mich nackt, wird sie mich mit Mann und verwechseln, weil ich in Ahnung verletze und sie am Bahnhof absetze. Ich kann nur asozial rappen, machst du ne Menge Drogencash, nicht schlafende Hunde. Boah. Aber ich dachte, meine Arm bricht und mein Handgelenk bricht. Aber viel zu tiefe Ablage. Workout war kompletter Scheiß, Alter. Ich bin einmal dreimal in diesen Racks hängen geblieben. Aber dafür ziemlich easy. Ich glaube, 2,35 noch nie so easy. Wir wollten nicht mal im Wettkampf. Dafür, dass das Setup so scheiße war. Richtig geil. Ready for war, BBM, Terror, Trump Squad. Wenn bevor Metall in deinem Brustkorb steckt. Wir tragen Kämpfe in Vierteln aus wie beim Football-Match. Click, click, bang, was ist real talk, Trump Talk. Ready for war. Freunde, der letzte Kniebeugensatz ist durch. Ich bin happy, es waren jetzt 7 Sätze. Ein Topsatz, nochmal so ein Back-Off-Topsatz mit 4 Wiederholungen. Erst 2,35, dann 2,10 für 4er, was auch schon PR ist. Nach einem schweren Topsatz. Und dann nochmal 5 Sätze. 3 davon mit 210, 2 mit 200. Boah, ich bin jetzt auch ganz schön im Sack. Also richtig im Arsch. Aber das bringt so eine Prep mit sich halt. Zum Ende hin wird es halt extrem schwer. Zum Ende hin steigen die Gewichte und das Volumen bleibt hoch. Ne? Also du versuchst so viele Sätze eben zu machen, damit du übst. Ja? Du willst nicht ausmaxen. Du willst immer so bei Reha 3, also kann natürlich immer schwer sagen, aber so. Du willst auf jeden Fall noch was im Tank lassen und willst ganz viele qualitativ gute Sätze haben, damit du halt den Skill lernst, schweres Gewicht zu bewegen. Und das muss nicht am Ultra-Maximum sein. Ja? 2,35 war auch lange das Maximum. Ja? Und ich hoffe, so wie es aktuell läuft, so mindestens 2,55, vielleicht auch 2,60, wären ziemlich geil. Und aktuell sieht es gut danach aus, also Beuge richtig, richtig gut on track. So Freunde, wir haben jetzt nur noch die Beinpresse und eine Ruderübung auf dem Plan. Also ganz entspannte Geschichten. Einfach noch so ein bisschen den Tonus hochhalten. Und wenn dir das Video gefallen hat, denkt dran, dem Video ein Like zu geben. Kommentier gerne unten was rein. Abonnier den Kanal, denn wir sehen uns beim nächsten Mal.